Reptilien. Dieser von Otto von Bismarck gemünzte Begriff passt wie die Faust aufs Auge zu Taschenmedien wie das gemeinwohlorientierte Medienhaus Korrektiv. Auch wenn der damalige Ministerpräsident und Kanzler des Norddeutschen Bundes ursprünglich die Gegner seines Großpreußens als Reptilien beschimpft hat. Das Wort hat sich verselbstständigt und wurde zum Inbegriff für diensteifrige schreibende Klaküre, die der Machtapparat über undurchsichtige staatliche und quasi-staatliche Kassen füttert. Reptilienfonds eben. Diejenigen, die das aussprechen, was die Regierung will, so der eiserne Kanzler selbst, der über die spätere Umdeutung unsterblich sauer war. Sie hat ganz Deutschland in Aufwallung gebracht, Menschenmassen in Marsch auf die Straße gesetzt, der Medienkolonne eine Vorlage für eine orchestrierte Empörungskampagne geliefert und dem Staatsapparat einen Trumpf für das Parteiverbot der AfD, wenn alle anderen Stricke reißen. Die Korrektiverzählung über einen geheimen Massendeportationsgipfel der Rechten bei Potsdam, 8 Kilometer vom Haus der Wannsee-Konferenz. Beides wollte Korrektiv dann plötzlich laut seiner Vize-Chefredakteurin Annette Dovideit nie gesagt haben. Ich glaube, das war auch ein Problem, was manche Leute mit der Berichterstattung von Korrektiv hatten, dass das ja dann gleich in die Richtung von, also in die Nähe von der Wannsee-Konferenz 1942, wo die massenhafte Tötung von Juden beschlossen wurde, gestellt wurde. Ja, aber wir haben das nicht geschrieben, ne? Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so. Das wurde dann von denen, die es interpretiert haben. Genau. Wollen wir nicht pingelig sein. Schließlich hat Frau Dovideit als Vizechefin eine 130 Mann starke Truppe unter ihrem Befehl. Das ist viel Arbeit. Da kommt man wohl mit genauer Lektüre dem eigenen Output kaum nach. Und kann man was verpassen. Ironie aus. Waren es bislang die rechten Randmedien, die an der preisgekrönten Reportage herumgenörgelt haben, entdeckt plötzlich 8 Monate später das stramm linksliberale Portal Übermedien die eklatanten journalistischen Defizite im Korrektivtext. Dieser unterstellt, statt zu belegen, er raunt, statt zu erklären, er interpretiert, statt zu dokumentieren. Als wäre nicht exakt das die reptilische Aufgabe. Die Tragsäule des von Korrektiv gesponnenen Massenabschiebungsnarrativs und der unterstellten Verfassungsfeindlichkeit sind die Ausführungen Martin Sellners. Das Geheimtreffen war ja seine Buchpräsentation. Darauf baut weitgehend die ganze Geschichte. Allerdings, Sellner steht bei Korrektiv meistens hinter der Konjunktivschranke. Es gäbe 3 Zielgruppen der Migration. Diese seien Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte Problem. Nebenbei gesagt, Konjunktiv ist ein besserer Name für Korrektiv. Terrarium passt auch. Ausgerechnet Sellners Rede, das Kernelement des ganzen Konstruktes, ist, Zitat über Medien, auf 3 Satzfetzchen reduziert. Mehr vermag Korrektiv daraus nicht vorzutragen, obwohl ihm die Abschrift oder Mitschnitt der ganzen Rede zur Verfügung steht. Selten besaß eine investigative Recherche einen so hingehuschten Kern, stellt Übermedien fest. Was hindert denn Korrektiv daran, dem Leser eigenes Urteil anzuvertrauen und Sellners Rede im Wortlaut zu dokumentieren? Auf diese einfache Frage gibt Chefredakteur Justus von Daniels eine aufschlussreiche Antwort. Warum haben Sie denn nicht die Originalrede von Martin Sellner zum Beispiel vollständig oder in Teilen dokumentiert? Dann hätte man sich doch ein eigenes Bild machen können und hätte nicht Ihre Übersetzung benötigt. Wir haben in unserer Recherche die Kernpunkte, die relevanten Kernpunkte dessen, was nicht nur Martin Sellner gesagt hat, sondern was da ja auch in der Debatte teilweise gesagt wurde oder was der Einladende, dieser Ricardo Möhrig gesagt hat, haben wir dokumentiert. Und das ist für das, was wir beschreiben, auch relevant und ausreichend genug. Wir entscheiden, was für euch relevant und ausreichend ist. Korrektiv stellt sich schützend vor seine Leser und erspart ihnen das Grauen unbetreuter Meinungsbildung. Natürlich ist es zutiefst unjournalistisch, unredlich und manipulativ. Natürlich ist der Seitenhieb mit der Wannsee-Konferenz unter jeder Sau.
Gleichwohl liegt das Korrektivbüro in der Singerstraße Berlin-Mitte, 3 Kilometer Luftlinie vom ehemaligen Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, wenn man sich auf dieses Niveau begibt. Über Medien attestiert der Korrektivstory nicht Beleg und Großdeutung als Prinzip. Na, so eine Frechheit am Rande der Delegitimierung des staatlich-reptilischen Kartells. Nein, so weit gehen die Kritiker dann doch nicht. Natürlich machen die Übermedienautoren immer wieder Kratzfuß vor einer selten dagewesenen Wirkkraft des Journalismus. Es sei erst der Korrektivrecherche gelungen, die Menschen in großer Zahl zu aktivieren gegen den Rechtsextremismus in Deutschland. Und sei es drum, sie mussten dazu kräftig schummeln. Ein so hehres Ziel heiligt die schmuddeligen Mittel. Trotzdem ist es ein Dolchstoß im pseudolinken Biotop. Der Terrariumchef David Schraven zeigt sich angepisst. Der Übermediengründer und Autor Stefan Niggemeier sei vor Neid zerfressen. Deswegen mache er die großartige Leistung seiner Truppe madig. In der Reptillogik ist es der absolute Neiderreger, vom Dumpteur gekrault zu werden. Zuckerwürfel aus dem Reptilienfonds obendrauf. 30 Journalistenpreise hat Korrektiv für seine Recherchen bekommen. Das sei doch ein Gütesiegel. Zum Vergleich, Klaas Relotius hatte nur 19 Preise. Allerdings innerhalb von 6 Jahren. Darunter 4-mal den Deutschen Reporterpreis in Folge. Ein Rekord. Es gab keinen einzigen Journalistenpreis, den Relotius nicht erhalten hätte. Ich habe übrigens ganze 50 Aufzeichnungen auf der Korrektiv-Webseite gezählt. Das klingt fast schon nach Gießkanne. Wozu diese falsche Bescheidenheit? Warum sind ganze 20 Beweise der Wertschätzung unserer Arbeit unter den Tisch gefallen? Hat es sich aber Korrektiv bislang leicht gemacht, indem er jede Kritik an seiner als Recherche verkauften Fiktion als rechte Hass und Hetze übertönte, muss es nun etwas an Argumenten aufbringen. Natürlich neben dem reflexartigen, die Kritik sei Wasser auf die feindlichen Mühlen. Und die argumentative Verteidigung verläuft entlang der Linie, wir haben, Achtung, übersetzt, was die Rechtsradikalen in Wirklichkeit denken und vorhaben und nur hinter vorgegaukelter Gesetzes- und Verfassungskonformität verstecken. Sie interpretieren. Ja, wir versuchen das zu übersetzen. Wenn also ein Martin Sellner guten Tag sagt, dann meint er, richtig übersetzt, einen Hitlergruß. Und so ist er zu interpretieren. Sein rechter Arm sei dabei gezuckt oder beinahe gezuckt. Dieses Glaubt uns bloß war schon der faktische Kern der ersten großen Story, mit der Korrektiv vor 10 Jahren in Erscheinung getreten ist. Flug MH17, die Suche nach Wahrheit. Diese baut komplett auf einem einzigen anonymen Zeugen, der Markus Benzmann gebeichtet haben soll, er hätte ein Bugfahrzeug in der Nähe seines Dorfes gesehen. Genauer, er habe es nicht gesehen, er habe es nicht selbst gesehen. Sein Freund hätte es ihm erzählt. Dem gleichen Markus Benzmann, der auch am Geheimplan gegen Deutschland mitgebastelt hat. Kein anderer befragter Dorfbewohner sonst hat eine Bug zu sehen bekommen. Aber ihre Aussagen übersetzt Benzmann als Angst vor den Rebellen, in seiner Sprache Separatisten. Es soll eine Tonaufnahme des Kronzeugen geben. Nein, nicht ganz. Das war eine Nachvertonung mit einem Schauspieler. Wir müssen ja unsere Quellen schützen. Und mittlerweile ist auch diese Tondatei verschwunden. Der zweite Schlüsselprotagonist, der alles über die russischen Luftabwehrsysteme wissen soll, wird in Benzmanns Recherche unter einem Pseudonym Rupert Schmid präsentiert. Er möchte nicht genannt werden. Aber glaubt uns, niemand kennt sich mit den Waffensystemen des Ostblocks besser aus als dieser ausgewiesene Luftkampfexperte. Auf den lichtscheuen Schmid folgt ein mit Klarnamen genannter Holländer Harry Holling. Das Problem, nichts von dem, was Benzmann über Holling schreibt, ist wahr. Er ist weder ein Kampfpilot, noch ein Waffenexperte, noch hat der wahre Holling die zitierte Aussage jemals getätigt. Noch hat Benzmann mit Holling gesprochen. Sie wurden einmal vorgestellt als niederländischer
Kampfpilot. Und das stimmt nicht. Ich habe zwar eine Ausbildung gehabt an der Testpilotenschule der amerikanischen Luftwaffe, aber als Flugerprobungsingenieur, nicht als Kampfjetpilot. Haben die denn überhaupt mit Ihnen gesprochen? Korrektiv, Markus Benzmann, haben Sie die Namen schon mal gehört? Nein, die habe ich nicht gehört. Ich bin angerufen von einem Radiostation, wie heißt das auch wieder? Deutschlandfunk? Deutschlandfunk war das. Mhm. Und wir haben geredet über diese Dinge. Aber vielleicht habe ich nicht verstanden, was genau die Frage war, oder habe meine Antworten nicht gut verstanden. Das ist auch möglich. Mhm. Aber ja, ich kann nicht anders dann, wenn ich dies lese, sagen, das stimmt nicht, was da steht. Das kann ich auch nicht so gemeint haben. Der freie deutsche Journalist Billy Six und der holländische Blogger Max van der Werf waren beide vor Ort. Sie sind dem Korrektivreporter nachgegangen und jeden Einzelnen im Dorf befragt. Es sind ja nur 14 Leute. Van der Werf hat sogar anhand der Korrektivgrafik das Haus wiedergefunden, in dem der mysteriöse Alleinseher der Bug wohnen soll. Der Mann wusste nichts von einer Bugrakete, noch hat er jemandem jemals über eine erzählt. Später ist der niederländische Blogger Max van der Werf auch nochmal in dieses Dorf gefahren und hat anhand des von Korrektiv dargestellten Animationsmaterials das Haus gefunden von dem angeblichen Kronzeugen. Und dort ist der Max van der Werf auch hin zu diesem Haus, hat den Mann dort angetroffen und er hat auch gesagt, ich habe nie irgendjemandem erzählt, dass hier eine Bugrakete gestartet wäre. Ja, Korrektiv hat ganz groß getönt damals im Januar 2015, als sie das vorgestellt haben, diesen Bericht, dass sie ja jetzt den Ort gefunden hätten, wo die Bugrakete gestartet wäre. Und zwar, weil sie die Augenzeugen aufgefunden hätten, die das bestätigen. Nun bin ich selber in diesen Ort gefahren, Puschkinski, und habe dort mich mit den Leuten unterhalten, 14 insgesamt. Die haben alle gesagt, hier gab es keinen Start einer Bugrakete. Dazu kommen noch technische Falschbeschreibungen wie eine Bugrakete würde aus einem feuerfesten Container gestartet. Damit will Benzmann fehlende Brandspuren erklären. Das stimmt aber nicht. Die Buglenkwaffen werden von einer Rampe abgeschossen. Dabei hinterlassen sie sehr wohl einen ausgebrannten Fleck. Die komplette faktenbasierte Demontage der MH17-Geschichte von Korrektiv durch Billy Six und nur wieso finden Sie unten in der Beschreibung. Korrektiv hat für seine Comic einen Grimme Online Award bekommen. Billy Six hat für seine Recherche jede Menge Schelte und Häme von den Reptilienmedien eingesteckt. Dabei ist der Weg zu Erfolg, Anerkennung und Auszeichnungen so einfach. Das auszusprechen, was die Regierung will. Das wusste bereits Otto von Bismarck. Dann steht auch der Zugang zum Reptilienfutterdruck frei.